Solaroffensive der Schweiz, Klammer Mantelerlass. Möglichst viele Solaranlagen sollen gebaut werden. Die Hürden für eine Bewilligung wurden dazu drastisch gesenkt. Sollen wir doch mal schauen, wie das in der Praxis wirklich aussieht. Siehst du, das Potenzial an Dachflächen in der Landwirtschaftszone wäre riesig. Leider ist es aber so, dass für die Einspeisung ein Netzausbau nötig ist, der nicht gefördert wird und vom Landwirt selber muss gezahlt werden. Wenn die Netzbetreiber Strom an die Landwirtschaft verkaufen, dann geht der Ausbau meistens schnell, umgekehrt aber nicht. Und so bleiben aus Kostengründen prädestinierte Dachflächen für die Energiepolitik ungenutzt. Also das ist ja wirklich unglaublich und zum den Kopf schütteln. Da muss man etwas machen dagegen, gegen die unselige Bürokratie aus Bern. Der rostige Paragraph wäre ein Mittel dagegen, aber ich glaube, man muss wirklich etwas unternehmen im Ständerat. Und du kannst da dabei auch mithelfen. Dann wählen am 22. Oktober für deine Unterstützung. Danke ich dir jetzt schon.